Lange musste sie um ihre Teilnahme zittern. Erst kurz vor Nominierungsschluss kam dann die positive Nachricht. All das harte Training hat sich für Maria Kühn gelohnt. Sie wird Teil sein der Paralympics in London. Mit dem deutschen Rollstuhl-Basketballteam geht sie also auf Medaillenjagd. Maria Kühn aus Stuttgart spielt in der Bundesliga für die Manhattan Skywheelers. Mit der Nationalmannschaft erreichte sie vor wenigen Wochen bei einem Härtetest in Australien den zweiten Rang. Jetzt kann sie es gar nicht erwarten, dass in London die Paralympics eröffnet werden. Ja, Maria, in 2 Wochen ist es für euch soweit. Jetzt sind gerade die normalen Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Dann seid ihr dran in 2 Wochen. Steigt da schon die Aufregung? Ja, die Aufregung ist eigentlich bei mir schon da, seit ich nominiert worden bin. Und jetzt die Olympischen Spiele. Man hat alles schon gesehen, wo man in 2 Wochen selber stehen wird. Auf jeden Fall. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da wusstest du noch gar nicht genau, ob du dabei bist. Und es war ein Riesenkampf und am Ende auch für dich selber nochmal eine große Überraschung und eine große Freude, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja beim letzten Interview auch schon gesagt, dass es schwer wird, in den Kader zu kommen. Und so war es dann auch. Aber umso glücklicher bin ich, dass es jetzt doch geklappt hat. Mit was für Zielen geht ihr denn jetzt dahin? Ihr wart jetzt nochmal in Australien, habt euch vorbereitet. Also die Vorbereitung ist richtig hart und intensiv. Was habt ihr euch da für Ziele gesetzt? Also ein Ziel für uns ist auf alle Fälle eine Medaille. Als amtierender Europameister und auch Vize-Weltmeister, denke ich, dürfen wir das auch berechtigt haben, das Ziel. Und das i-Tüpfelchen wäre auf alle Fälle Gold. Bei den Olympischen Spielen sagt man immer so ein bisschen dabei sein ist alles, aber es ist auch ein bisschen mehr, oder? Man fährt da jetzt nicht hin, um irgendwie als Tourist dahin zu gehen. Nee, das auf keinen Fall. Also es ist schon so, es sind meine ersten Paralympischen Spiele, deshalb ist es schon so, auf alle Fälle dabei sein, aber man freut sich ja auch auf die anderen Sportarten, die anderen Sportler und natürlich auch auf die Spiele und dann das Bestmöglichste halt draus zu machen. Was bedeutet es denn jetzt am Ende für dich, wirklich dabei zu sein und Teil dieser olympischen Familie zu sein? Sehr, sehr viel und ich glaube, ich kann das jetzt auch noch gar nicht richtig beschreiben, was das bedeutet oder auch, ja, ich kann es einfach noch nicht richtig beschreiben. Das ist einfach Wahnsinn. Also sprechen wir uns danach wieder und dann erzählst du uns alles. Ja, auf jeden Fall.